Herzlich willkommen zurück zur, wie viel Folge ist das? Fünfte, glaube ich. Zur fünften Folge Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare, sag ich. Irgendwie war gerade Modern Warfare in meinem Kopf, sorry. Ich meinte Call of Duty Black Ops Cold War. Irgendwie war gerade Modern Warfare in meinem Kopf. Tut mir leid. Ja, beim letzten Mal haben wir die Operation Green Light gemacht. Wenn ihr wissen wollt, was das war, schaut in die letzte Folge rein. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Das ist unser Mann. Dann habe ich schon wieder nur eine Pistole und einen Sniper. Hilfe. Wodka und Kaviar täuschen. Dimitri ist einer von den Guten. Er weiß, wo die Leichen im Keller liegen. Verdammt, er hat die Hälfte selbst vergraben. Yay! Man kann... ich wollte weiter dutschen. Oh, ich habe mich gerade schon gefreut. Yay, ein bisschen dutschen. Oh, man. Mein Headset-Kabel hat sich gerade kurz verhandelt. So, jetzt kann es weitergehen. Ich habe schon gedacht, was das Ziel des Kabels so ist. Wir sollten sie ausschalten, bevor wir uns weiter nähern. Guter Schuss. Scheiße. Verdammt, Mason, sind das aufgestaute Aggressionen? Das sagt der Richtige. Scheiße, sieht brisant aus. Was haben die es bemerkt? Aber was gut genug für die Russen ist. Du gehst zuerst. Okay. Zeit, dem Ivan einen Besuch abzustatten. Let's go, würde ich mal sagen. Oh, das ist eine Maschinenpistole. Geil. Ich hab gedacht, es wäre einfach nur eine ganz normale Pistole. Das alte Satcom-Gebäude steht nach all diesen Jahren immer noch gerade. Ich kenne mich halt nicht zu 100% mit Waffen aus. Deswegen kann ich nicht über die Namen her sagen. Guter Abschluss. Sind noch mehr zu sehen? Welche Waffe wie ist. Let's go! Sniping Skills seen that. Ich glaube, das war's. Verdammt. Seh dir diesen Ort an. Okay. Sind noch Beweise? Ja, perfekt. Da habe ich schön aufgepasst. Hast du gehört? Sie bereiten den Hauptrechner zur Bergung vor. Ausgrabungsstätte 7. Wir sollten uns bewegen. Okay. Gar nicht gefährlich.
wusste. Da. Okay. Oh Scheiße. Wir nähern uns dem Hauptrechnerraum. Wir angeln uns am so weiter. Okay. Ich hab gedacht, die Russen auf dem Helipad werden ein Problem sein, wenn sie nicht zuerst aufladen. Ich muss nachladen. Noch einer? Alter vor Schönheit. Hm? Ich schieße einfach mit rein, obwohl ich niemanden gesehen habe. Oh, Scheiße. Da hab ich gedacht. Das sah genau Gegner drin. Mason, wie ist dein Status? Oh, ich hab nur ein Messer. Hab meine verdammte Waffe verloren. Nächstes Mal gehst du vor. Ich sehe hier einen Tunnel. Du musst einen anderen Weg hineinfinden. Verstanden. Gut. Ah, klasse. Okay. Gar nicht unten. Unser gefährlich. Armbrustbolzen. Armbrust? Was ist dieser Effekt? Это место было заброшено после схода лавины. Я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что, хочешь сказать, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. Я в любом случае. Нам пора идти. Ты что, боишься? Let's go. Ich hätte einfach weitergehen können, ohne die zu töten, aber ich wollte sie einfach töten. Oh, die haben doch Waffen. Let's go. Japan, nein. Wo ist dem seine Waffe? Dann nehme ich halt eben die am Tür. Aua. Und er hat auch noch einen MP-Schaden. Ich wollte die einfach töten. Ich hätte die auch einfach im Leben lassen können, einfach so weitergehen. War ich hier nicht gerade eben schon? War es jetzt einfach nur genauso aus? Ich glaube, das sieht einfach nur genauso aus. Проверяю!
74. Nee, ich nehm doch lieber die MP. Oh, hinter mir, Leute. Ich höre dich. Du musst in der Nähe sein. Schlüssel aufnehmen. Ich frage mich, was sich damit öffnen lässt. Raffisch. Die Frage ist jetzt aber, ist der weiter hinten oder weiter vorne? Ich gehe noch weiter. Ich habe jetzt keine Lust danach zu suchen. Let's go. Es ist ein Wunder, dass uns noch nicht die ganze Sowjetunion am Hintern hängt. Wow, danke dafür, dass du mich runterschubst, Kollege. Du warst fleißig. Dafür werde ich bezahlt. Hier drin schief. Warum? Mason, an den Sucher. Suche nach was zum Heben. Siehst du irgendwelche Ausgrabungsstätten? Wenn ich diese Karte richtig lese, musst du ein paar Grad zu deiner Linken schwenken, weiter nördlich. Da, was ist das? Bingo. Laut der Karte steht der Kran über dem Atrium und damit einen Steinwurf vom alten Computerraum entfernt. Das muss es sein. Okay. Habt ihr den Hauptrechner gefunden? Da ist ein großer Kran im Westen der Basis. Mach deine Winde bereit. Bitte was? Meine Winde? Sorry, kann ich nicht verstehen. Die haben einen Kran wie einen Helikopter. Let's go. Kranfahrer. Messer entfernt. Gehört der Heli zu uns? Nach hier oben. Oh yeah, Sniper. Kannst du bewegen? Oh. Ich war mit. Get going.
Oh, hier geht's echt runter, wow. Ich hab hier doch extra geschaut. Holy moly. Bildung oder steht da jemand? Hier geht's gar nicht. Standardkreuze!
Jason, reich mir das Kabel. Und wie geht's? Okay, let's go. Let's go. Das war eine lange Mission, die schon drei Teile jetzt gemacht hat. Analysiert, den Mason und Woods vom Yamantau geholt haben. Und? Perseus suchte nach den Namen der Schläferagenten, die Dragovic 68 eingesetzt hat. Geben Sie sie durch. Wir schicken Adlers Team, um sie ausfindig zu machen. Perseus hat sie gelöscht. Verdammt. Es gibt nur noch einen Ort, wo sie diese Informationen finden. Die Lubjanka. Was? Das KGB-Hauptquartier? Warum hat sie Perseus nicht selbst herausgeholt? Keine Ahnung. Vielleicht handelt er ohne Autorisierung. Ich sag Adler Bescheid. Aber wir müssen das entweder richtig machen oder gar nicht. Gerade gehört. Belikov ist wieder in Moskau. Ihr kennt den Plan. Bell, du kommst mit mir. Lazar, bereit machen zur Evakuierung. Du nimmst ihn mit zum KGB? Bist du verrückt? Warte, bis Mason oder Woods zurück sind. Ich brauche weder Mason noch Woods. Ich brauche Bell. Er ist unverzichtbar. Macht dir das Spaß? Du setzt die ganze Operation unnötig aufs Spiel. Das ist nicht unnötig, sondern kalkuliert. Denk dran. Wenn ihr die Sache verbockt, kriegen wir diese Namen nie. Dann war's das. Ich weiß, du schaffst das. Hudson traut niemandem, den er nicht kontrollieren kann. Okay. Schönes Auto. Gut, das war's dann. Sim, Hudson, Laser, Park, Reden. Alles okay? Ich glaube, wir schaffen es in KW. Alles, wenn ich die richtige Spiel. Ready. Nee, ist passt schon. Ah, doch. Bleib stehen, ja. Fühlst du dich bereit? Ist nicht die erste Agentur einer Regierung, in die ich einbreche. Die besten sind schwer zu knacken. Aber es gibt immer Schwachstellen. Die Schwachstelle des KGB ist sein zu großes Vertrauen in einen der ihren. Wenn dir je ein Einsatz auf den Leib geschrieben stand, dann dieser.
Überlass mir das Reden. Beschaff du die Namen. Wieso fragst du? Gar nicht. Er gehört nicht zu mir. Narbe? Diese hier? Fällt sie auf? 75 bin ich in Kalkutta vom Dach gesprungen, um einen feindlichen Agenten zu verfolgen. Der Sprung ist mir geglückt. Die Landung weniger. Kleiner Tipp. Achte bei sowas immer auf Strommasten. Strommasten. Findest du das diskant? Wenn ich überprüften Fremden nicht mein Leben anvertrauen könnte, hätte ich einen anderen Job. Ist Belikov einer von Parks Agenten? Nein. Der MI6 konzentriert sich auf das Drumherum. Agenten in Satellitenstaaten. Kleine Fische in der UdSSR. Sie wollen von außen rein. Belikov ist einer von uns. Angeblich. Da vertraue ich Hudson. Er geht mir auf den Sack, aber er ist nicht dumm. Okay, das war okay. Alles. Kann ich nochmal alles fragen? Wirf mal einen Blick auf die Tafel. Okay. Dann stelle ich mich wieder hin, weil das letzte Mal schon so gut war. So. Gut. Das war's dann mit dieser Folge auch schon wieder. Dann würde ich sagen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schon in der Videobeschreibung, da sind ein paar Sachen verlinkt, unter anderem mein Twitch-Channel. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.